Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Marsch der Maschine Setzbottler-Reihe. Bei mir ist noch immer der Recke Patrick. Bitte lass diesen Recken weg, das finde ich so letztklassig. Ich bin kein Recke. Doch. Nein. Doch. Ich bin der Herr der Karten. Ich bin kein Recke, ich bin ein Herr. Ich bin der Christopher und wir starten direkt mit ein bisschen Respekt mit der Erzpriesterin der Schatten. Jawohl. Und ich kann dir nicht sagen, woher die ist. Die könnte aus Kamigawa sein. Kamigawa aus, ja, das Asiatische. Deshalb bin ich jetzt ein Rassist und sage, die ist aus Kamigawa. Woher denn sonst? Kann doch wahrscheinlich, ja. Ja. Zwei schwarze, drei farblose, 4-4, Mensch, Hexenmeister, Hilfestellung 1, hat Todesberührung. Mhm. Immer wenn diese Kreatur einem Spieler oder einer Schlacht Kampfschaden zufügt, bringe eine Kreaturenkarte deine Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Mhm. Schon sehr geil. Schon sehr gut. Ich meine, du machst, kriegst für 5 Mana eine 4-4, machst eine andere Kreatur um 1 größer, die hat Death Touch, also die will nicht geblockt, also die will man nicht blocken, und dann bringt die andere Kreatur was zurück und dann bringt sie auch noch was zurück. Hm. Nice so. Mhm. 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 Schon ziemlich gut. Ja. Schon ziemlich und gut. Und damit, da ist halt wieder, was ich beim weißen Video, glaube ich, schon gesagt, diese Hilfestellung halt so geil, weil wenn der Gegner ausgetappt ist, kann er halt nicht darauf reagieren. Das heißt, du kriegst diese einen Trigger ziemlich sicher. Und wenn es die dann abschießt, ist wurscht, weil du hast halt schon einen Trigger gehabt zumindest. Ja, finde ich schon sehr gut. Gefällt mir auch vom Artwork wirklich gut. Ja, schaut auch hübsch aus. Apropos Artwork. Aus Eldraine. Wahrscheinlich, ja. Nein, ist ja Yara. Ja. Das ist ja Eldraine. Ah ja, die war Triple Black, ja? Ja, genau. Ayara, Witwe des Reichs. Schaut sau arg aus, das Artwork. Mhm. Zwei schwarze, ein farbloses, 11 Adliger, 3-3. Tappe, opfere eine andere Kreatur oder ein anderes Artefakt. Ayara, Witwe des Reichs, fügt einem Gegner oder einer Schlacht deiner Wahl x Schadenspunkte zu und du erhältst x Lebenspunkte dazu. Wobei x gleich dem Malerbetrag der geopferten bleibenden Karte ist. Ja. Ist okay. Ja, weil du musst halt das teure, weißt du, es ist halt geil, wenn du was Teures opferst, aber wenn du was Teures opferst, ist nicht geil, weil du was Teures geopfert hast. Ja. Das ist das Problem. Also normalerweise, wenn das Power ist, dann ist es halt auch problematisch und man kannst irgendwas so wie Ball Lightning oder so opfern, was halt nur 3 Mana kostet. Mhm. Aber da muss ich halt was opfern, was halt 8 Mana kostet, damit es geil ist, und das will ich ja nicht. Für Rot, Phyrexianisch und 5 transformiere Ayara wie eine Hexerei. Genau. Dann gibt es Ayara, Königin der Schmelze, Phyrexianer 11 Adliger, 4-4. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug bringst du bis zu einer Artefakt- oder Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Sie erhält Eile. Schicke sie zu Beginn des nächsten Endsegments ins Exil. Mhm. Da kannst du die fette Kreatur, die vorher geopfert hast, wieder zurückholen für einmal. Mhm. Finde ich okay, aber also der Ayara reißt mir nichts, Phyrex, wie sie ist. Ja, es ist halt auch für 6 Mana zum Transformieren sehr viel, nicht? Ja. Wenn das günstig zum Transformieren wäre, dann würde sich das wieder ausgleichen, dass ich was aufgebe, dass ich es wieder retour. Ja, aber dann würdest du wahrscheinlich nur transformieren, dann würdest du einfach nie was opfern, sondern sagen, ich transformiere sie und spiele meine Sachen aus dem Friedhof einfach doppelt. Also spiele die Sachen ja, einfach doppelt. Ja, das ist ja auch legitim. Eh. Aber, ja. Ich finde sie nicht... Sie ist schon gut, es ist, beide Seiten sind solide, aber mich haut es halt nicht. Das Artwork ist das Beste das auf der Vorderseite. Ja, das finde ich auf der Rückseite eigentlich ganz cool. Fällt mir gar nicht. Wer ist er, Alter? Der schaut ganz grindig aus. Aufgedunsener Verwerter. Mhm. Ein schwarzes, zwei farbloser Phyrexianer 3-2. Opfere einen anderen Phyrexianer. Lege eine +1/+1 Marke auf den aufgedunsenen Verwerter. Mhm. Wenn der aufgedunsene Verwerter stirbt, wenn die inkubieren X sein, wobei X gleich seiner Stärke ist. Ja. Ist okay. Ist halt für 3 Mana 3-2. Du kannst zum Beispiel. Du kannst dieses Relf-Token opfern. Du kannst Milben opfern. Sind ja auch Phyrexianer, oder? Nein, das ist jetzt nur Milbe. Phyrexianische Milbe. Ja, kannst Phyrexianische Milben opfern. Wenn sie geblockt werden würden, zum Beispiel, machst du den Fetter stattdessen. Mhm. Wenn er stirbt, kriegst du eine Kompation, kriegst nochmal einen Token, der so fett ist. Ist okay. Jo, das ist das Ganze. Es ist halt alles viel rundherum und viel Synergie, aber das muss halt kommen. Ja. Da gibt es die Bresche das im Multiversum. Ich ein Bresche, was ist eine Bresche? Eine Bresche schlagen, das ist ein Weg in Wirklichkeit. Okay. Bresche im Ort, sehr gut. Ja. 2 schwarz, 5 farblos Hexerei. Jeder Spieler mildt 10 Karten. Bestimme für jeden Spieler eine Kreaturen- oder Planeswalker-Karte in seinem Friedhof.
Bringe die bestimmten Karten unter deiner Kontrolle ins Spiel. Dann wird jede Kreatur, die du kontrollierst, zusätzlich zu einem anderen Typen, zu einem Phyrexianer. Das ist doch ein Hördl-Dördl-Partik-Portele-Spell, oder? Ja, I like a lot. Es, ja, ist, halt, es ist halt ein, also, es ist ein Commander-Spell, ja. In Multiplayer ist der halt geil ohne Ende. Im One-on-One ist der nur okay. Bestimmt für jeden, ja, für jeden Spiel holst du halt vier Sachen retour. Genau, du kriegst halt vier Kreaturen, die sind alle Phyrexianer, hast du alle Gegner gemildet, hast du, holst du schon. Also deine Auswahl wird schon gut sein, du wirst einfach gute Sachen kriegen. Mhm. Ja. 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 Ist halt ein Commander-Spell. Und man muss sagen, du kannst Karten, Kreaturen und Planeswalker nehmen, die nicht gemildert wurden. Das heißt, wenn du was Geiles im Friedhof schon war, dann kannst du auch das nehmen. Mhm. Was halt auch nice ist. Ah, stimmt. Das heißt, wenn du 10 Länder milst, dann ist halt, ne, aber dann habe ich vorhin gerade seinen 8-8er-Kill, dann nehme ich halt den. Ja. Finde ich nice. Coole Karte. Finde ich okay. Dann gibt es die verdorbene Überzeugung. Mhm. Das ist Ajani of New Phyrexia, der Shieldred den Kopf abschlägt. Story Spotlight. Psst. Psst. Steh unten. Ja, was eh. So. Ein schwarzes. Spontanzauber. Opfere eine Kreatur als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Ziehe zwei Karten. Ja. Hab's eingenommen, weil wird es geheißen, für zwei Mann opfern eine Kreatur und ziehe Karten. Was unendlich viel Geld kostet hat und noch immer kostet. Ja. Also das kannst du gerade nur da ja. Artefakt opfern und kriegst auch wieder Artefakt. Das ist schon besser, aber es kostet nur ein Mana das dafür und es wird sicher gespielt werden und es wird sicher auch teuer werden, befürchte ich. Ja, ist halt gut gegen gespielt. Removal, du hast das, boom, hast genau. Noch irgendwie was. Oder davon. Halt bei Katze Ofen oder solchen Geschichten halt natürlich gut. Also es gibt einfach Synergien, wo es der Wurscht ist. Voll Katze Ofen ist das ganz wenn cool. Die Kreatur stirbt und du ziehst einfach zwei Karten für lau. Mhm. Finde ich nice. Auch in jeglichen Aristokraten-Builds. Ja. Oh, ja. Nicht so schlecht. Yep. Glitzernde Überflutung. Mhm. Das schaut aus wie auf Ikoria. Ja, als das Öl begann, aus Ikorias Kristallen zu sickern. Ja, stimmt. Zwei schwarze, ein farbloses. Glitzernde Überflutung, Hexerei, alle Kreaturen erhalten -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Kreaturen, die grün oder weiß sind, erhalten zusätzlich -2/-2 bis zum Ende des Zuges. Ja, das ist der schwarze Color Hate. Das ist nicht gut, weil -2/-2 kriege ich für alle prinzipiell und -3/-3 ist, ja. -3, du kriegst halt -3/-3 auf weiße und grüne Kreaturen. Ja. Das ist okay. Für ja. 3 Mana -3/-3 ist schon. Also du kriegst normalerweise für 3 Mana -2/-2, ja, genau, für dasselbe genau. Und da kriegst du halt -3/-3. Und das Gute ist, dass du halt auf deine eigenen Kreaturen -1/-1 kriegst, dass die überleben wahrscheinlich, was sie bei -2/-2 vielleicht nicht getan hätten. Mhm. Mhm. Ja, was nicht. Ja, ist okay. Ja, ich finde auch nicht so also toll, okay. Aber ich finde... Ich meine, im Winnie-Matchup ist das schon sehr stark. Ja, das ist natürlich sehr im Winnie-Matchup ja. Ist halt schon sehr stark, muss man sagen. Ja. Dann gibt es aufgepfropfte Schlechterin, die ist aus Kamigawa. Mhm. Schaut sehr cool aus. Ja. Ein schwarzes, ein farbloses Phyrexianer Samurai 2/2. Wenn die Schlechterin ins Spiel kommt, erhalten Phyrexianer, die du kontrollierst, Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Mhm. Andere Phyrexianer, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Mhm. Die ist schon cool. Da hättest du deinen Pump, nicht? Ja. Vor allem Menes und, also Menes halt nur für einen Zug leider, aber immer +1/+1 ist schon nice. Ja. Ein schwarzes, der farblose Opfer, ein Artefakt oder eine Kreatur, bringe die aufgeprüfte Schlechterin aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Aktiviere dieses Fähigkeit wie eine Hexerei. Mhm. Puh. Das wird eine teure Karte. Vor allem, dadurch, dass du ein Artefakt opfern kannst, kannst du so einen Inkubationsstein opfern, oder? Das sind schon Artefakte. Mhm. Ja. Das wird eine teure Karte. Mhm. Aber ist auch eine sehr gute Karte. Ist eine sehr gute Karte, ja. Es ist einfach, wenn du irgendwas in Phyrexianer-Richtung spielst, sei es Infekt, sei es eben Inkubationstoken, sei es whatever, dann willst du die halt haben. Next one haben wir den hortenden Brutfürst, der kostet 3-fach schwarz und 5, 7-6 Drache, aber der kann einberufen mit mhm. Die Freien. Fliegt, wenn er ins Spiel kommt, durchsucht deinen Weg nach einer Karte, schicke sie verdeckt ins Exil und mische danach. Solange die Karte im Exil ist, kannst du sie spielen. Zaubersprüche, die du aus dem Exil wirkst, haben einberufen. Mhm. Das heißt, du kannst einen geilen Spell raussuchen und du kannst den dann
wahrscheinlich hast du was zum Einberufen, weil, also Ja, wenn du du ihn hast für schon 8 Mana, Drachen wollte gerade sagen, einberufen. wenn du ihn für 8 Mana gecastet hast, dann halt nicht, aber im Normalfall wirst du ihn irgendwie einberufen haben, kannst du einen relativ günstigen Spell hinterher schnalzen. Ist okay, Ist aber okay. ist alles ein bisschen teuer. Ich meine, weißt du, wenn du 5 Kreaturen hast, kriegst du für 3 Mana einen 7-6er, der dir den besten Spell aus deinem Deck holt. So, unter dem Aspekt finde ich es gut, aber das finde ich halt auch schon eher fringy. Ja, that's it. Dann gibt es die Invasion von Fiora. Das ist dort, wo die Conspiracy ist. Conspiracy 1 und 2 Ja. war auf Fiora. Zwei schwarze, vier farblose Belagerung, Eklor, vier Verteidigungsmarken. Wenn die Invasion von Fiora ins Spiel kommt, bestimme eines oder beides. Zerstöre alle legendären Kreaturen, zerstöre alle nicht legendären Kreaturen. Okay. Finde ich grundsätzlich gut, aber hätte halt 5 Mana kosten müssen. Dann wäre es halt ein Wrath. Wäre es ein 5 Mana Ja, Wrath. okay. Ist meine zu. Also, dass wir 4 Mana Wraths kriegen, das glaube ich schon nicht mehr im Normalfall. Na doch, aber dann mit ganz komischen Ja, Dingen. Einschränkungen oder wir müssen durch 3 Ringe hupfen dafür. Aber 5 Mana Wraths haben wir schon öfter gehabt. Eine 5 Mana Wrath hätte ich das, fände ich auch okay. Weil natürlich ist es, kann es besser sein als ein Wrath, weil du halt Wenn du die sagen. Legendaries hast oder die Nicht-Legendaries. Genau, kannst, weil es halt. Aber trotzdem hätte ich 5 besser gefunden. Ja, das Artwork schaut arg Das aus. Artwork ist schon nice, ja. Auf der Rückseite ist das Marchesa entschlossene Monarchin. Marchesa, oder? Marchesa, Marchesa. Marchesa. Schaut cool aus. Schaut echt cool aus, das Artwork. 3-6 bedrohlich Todesberührung, so schaut's auch aus. Bist deppert. Die spießt dich einfach auf. Ist auch auf Fiorat, wird er nur intrigiert. Genau. Deswegen Immer ist sie wenn auch Monarchin geworden. Marchesa entschlossene Monarchin angreift, entferne alle Marken von bis zu einer bleibenden Karte deiner Wahl. Das heißt, du könntest deine andere Sage sofort triggern. Schlacht meinst du aber ja. Ja, meine ich. Zu Beginn, du kannst auch eine Sage resetten. Ja, kannst du auch, ja. Ja, Du kannst du kannst auch. einen Planeswalker vom Gegner resetten. Du kannst ihn killen, meinst Ja, ich du? resette ihn in den Friedhof. Ja. Ja. Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls dir seit deinem letzten Zug kein Kampfschaden zugefügt wurde, ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Finde ich sehr cool, dass die Monarch-Ability da drauf ist. Da ist die Monarch-Ability einfach eingebaut in die Karte. Ja, was ich halt edel ist. Weil, und ganz ehrlich, ich möchte sehen, dass du mich angreifst gegen eine 3-6er Death Toucher. Viel Spaß. Na eh nicht, aber also Auf der anderen Seite möchte ich sehen, dass du eine 3-6er Death Touch Menace blockst. ja. Also, die ist schon gut. Also, weißt du, die Vorderseite kostet 6 Mana und das hat 5 Verteidigungsmarken. Ja, 4. Okay, 4 Verteidigungsmarken, aber trotzdem. Ist schon alles sehr teuer, aber die Rückseite zahlt sich halt auch aus. Ja, die Rückseite finde ich zahlt sich bedeutend mehr aus als die Vorderseite. Ja, ich meine, Wrath ist Wrath. Eh, aber wie soll ich denn die Sage eliminieren nachher? Weißt du, das ist das Problem. Du Wrathed und wie soll ich den Scheiß dann wegkriegen? Mit einem Zerstörer-Sage-Effekt. Battle. Battle, sorry, ja, jetzt hast du mich wieder. Aber die Karte finde ich sehr cool. Ja. Dann gibt es die Invasion von Innistrad, Ja. weil, Alter, nichts bleibt erspart. Zwei schwarze, zwei farblose, fünf. Fünf Schlacht, Aber irgendwas, davor gibt es nur vier Verteidigungsmarken. zum Casten. Wenn die Invasion von. Und hat Flash. Ja. Wenn die Invasion von Innistrad ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, minus 13 bis zum Ende des Zuges. Hätte halt auch 3 Mana kosten können. Dann wäre es relevant gewesen. Gut, schauen wir, was die Rückseite macht. Totenschwall. Wenn der Totenschwall ins Spiel kommt, erzeuge zwei schwarze Zombie-Kreaturen-Spielsteine. Für ein schwarzes, zwei farbloses, schicke eine Kreatur deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Falls es eine Kreaturenkarte war, erzeuge einen 2-2 schwarzen Zombie-Kreaturen-Spielstein. Willst du da auch Story dazu hören? Nein. Schade. Ich habe gerade schon wieder gegähnt, es tut mir so leid, ich gähne die ganze Zeit. Ich muss mich jetzt mal offiziell bei unseren Zusehern entschuldigen. Der Patrick ist ein bisschen müde. Herr Patrick ist ein bisschen müde und ein bisschen krank. Aber zu der Karte möchte ich sagen, dafür, dass sie eine Mythic Rare ist, finde ich beide Seiten unbeeindruckend. Wirklich. Also ich finde die Hinterseite eigentlich ganz okay, weil du halt. Wirklich? Na, du kannst halt den Friedhof von Gegnern kontrollieren und dir Ja, Zombies aber machen. für 3 Mana kriegst du einen 2-2er, ja, bitte. Für 3 Mana. Ja, aber vom Gegner, vom gegnerischen Grave. Du brauchst deinen eigenen Grave nicht angreifen, weil du ja sowieso das Zombie-Deck bist, nicht? Ja. Und du willst ja sowieso deine Karten im Grave haben. Aber das für jetzt mich 4 Mana kostet, dann habe ich
5 Damage drauf gemacht, damit ich dann 2 Zweier krieg. Also, weißt du, ich akzeptiere es, es ist jetzt nicht alles schlecht, ja, aber es ist eine Mythic Rare. Es hätte, ja, ja, nein, es muss, hätte auch muss keine Mythic sein. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bin ich auch dabei. Dann gibt es Rache für Mirrodin. Mhm. Karin hält Elish nur ans Kopf. Ja. Aber der hätte das falsch, dass man so hält. Kommt aber, was man damit machen will. Dann schaut so, dann dreht das um. Ein schwarzer Spontanzauber. Nope. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, der in diesem Zug Schaden zugefügt wurde. Ziehe eine Karte. Ja. Ist ein Entkommen, ist eine Common und normalerweise finde ich so Karten, die sagen, zerstöre eine Kreatur dann, wenn ihr Schaden zugefügt wurde, nicht so toll, weil das halt beinhaltet, dass du irgendwie Damage gemacht hast und wenn die Kreatur noch nicht gestorben ist, heißt das, dass deine Kreatur gestorben ist, was nicht so geil ist, aber es kostet nur einen Mana und es zieht eine Karte. Und diese zwei Punkte finde ich schon relevant genug, dass ich die Karte doch besprechen möchte oder doch erwähnen möchte. Ich glaube, ich will es auch erwähnen. Wegen der Story. Nein, einfach damit wir es erwähnt haben. Okay. Ich finde die nicht gut. Wirklich? Nein, ich finde die gar nicht gut. Die Sache ist halt, wenn ich einen Vieh schon Damage gemacht habe, in welchem Deck willst du spielen? Du kannst in jedem roten spielen, was pink natürlich. Du kannst auch in einem aggressiven Deck spielen, wo du einfach die Fette wegkriegst. Und ja, du hast noch immer downgetradet, weil du 2-1 gemacht hast, aber diese Karte finde ich sie selber ersetzt. Ja, das ist mir jetzt schon sehr optimistisch. Ich bin ein Optimist. Das freut mich. Dann gibt es Nachtreten. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, auf welcher Welt das ist. Aber das könnte auch Ikora sein, weil so ein fetter Affe oder sowas das ist, oder? Ist das ein Affe? Das sieht aus wie ein irgendein Viech. Oder ein Yeti? Aber ich kann die Leute nicht zuordnen. Die schauen mal wieder so Teros-mäßig aus mit den Stäben und so. Ich habe keine Ahnung. Okay, das kann man leider nicht eruieren. Ein schwarzes, drei farbloses Spontanzauber hat einberufen. Mhm. Zerstöre eine Kreatur oder ein Planeswalker deiner Wahl, überwachen 2. Entschuldigung. Ja. Ich finde die Karte okay. Der Thomas findet sie eigentlich sehr gut. Der Matthias findet sie nicht gut. Ich finde die Karte okay. Ich finde sie okay, aber nicht berauschend. Ja, also einberufen ist ja eine nette Ability, aber es gibt einfach zu viel Removal, was günstig ist und dasselbe macht. Ja, ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ja. Und das Überwachen 2 ist natürlich eine Upside, ja. Und dass du einen Planeswalker zerstören kannst, ist natürlich auch eine Upside und so. Mhm. Aber ja, okay, auf jeden Fall, aber nicht aufregend. Ja, ist viel interessanter, auf welcher Welt das ist. Juliet. Dann gibt es Reglos machen. Mhm. Das ist ein grausiges Artwork. Das ist ein echt hässliches Artwork. Ich weiß nicht, aus welcher Welt das spielt. Aber ich glaube, das ist auch Phyrexia selber. Ich glaube, das ist Phyrexia selber. Das schaut komplett hinnig aus. Ein schwarzes, zwei farblose Hexerei. Entferne bis zu 5 Marken von einer bleibenden Karte deiner Wahl. Genau. Ziehe eine Karte. Ich habe es reingenommen, weil wir bis auf eine Invasion alle damit jetzt kaputt machen könnten. Ja. Eine hatte 7, aber alle anderen waren 3-5. Und ich glaube, 7 ist ein Ausreißer, die meisten sind halt 3-5, also meistens sind so 4 in Wirklichkeit. Und das heißt, du kannst für 3 Mana das Battle sofort triggern und siehst eine Karte, das heißt, das hat sich wieder selber setzt. Das heißt, das ist für mich in der Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das eine für so, also wenn man sowas spielen kann, dann wirst du diese Karte spielen. Genau, und das ist und es verhindert halt auch diese Problematik mit, will ich Damage aufgeben oder bin ich das Kontrolldeck und will überhaupt kein Damage machen oder ja. Kann es nicht, weil du spielst die Battle, weil sie gut ist und nachher spielst du das hat sich selber ersetzt und hast dann trotzdem das die Gute Upside. Ist, du kannst auch spielen, wenn nichts ist im Notfall. Genau. Weil es steht bis zu. Genau, das ist wollte ich auch gerade sagen. Und du kannst auch kannst sie auch als Planeswalker Removal verwenden, so ja. By the way. Ja. Also es ist eine Karte, die ich im Kontrolldeck auch spielen kann, ohne eine Battle zu haben. Ja. Sich genauso. Das Einzige ist, dass es halt keine Instant ist, aber man kann nicht alles haben. Dann gibt es Sheoldred. Jawohl. Für 2 schwarze, 3 farblose, phyrexianischer Präter, 4-5. Bedrohlich. Wenn Sheoldred ins Spiel kommt, opfert jeder Gegner ein Nicht-Spielstein-Kreatur oder eine Nicht-Spielstein-Planeswalker. So ist genau. Das. Ist okay. Für ein schwarzes, 4 farblose, schicke sie ins Exil und transformiere sie.
Aktiviere die Fähigkeit wie eine Hexerei und nur falls der Gegner, falls der Friedhof eines Gegners 8 oder mehr Karten enthält. Gut, machen wir die Seite zuerst. Finde ich von der Ability her okay. 4-5 Menace ist, also Menace ist immer gut. Ja. 4-5 für 5 Mana ist okay, dass der Gegner was opfern muss und du kannst dir aussuchen, dass zum Beispiel der Planeswalker wack ist. Finde ich Nein, schon sehr gut. Ne? Er kann sich aussuchen. Es ist nur ein Nicht-Spell, muss nur eine normale Kreatur oder so ein echter Planeswalker sein. Ach so, ich dachte, du kannst entscheiden. Nein, kannst du nicht. Er kann auch immer entscheiden. Das ist ein bisschen blöd und es ist auch eine Ability, die nur einmal triggert. Wo wir bei Elish gehabt haben, die halt bei jedem Combo, also bei jedem Damage getriggert ja. Und Jinky Daxis hat halt auch bei jedem Spell was gemacht. Das ist die einzige, wo es halt nur einmal was ist, was Sheoldred finde ich schon erheblich schlechter Aber Sheoldred hat auch von der Lore her nicht so einen hohen Stand. Ja, wie wir beim anderen Foto gesehen haben, beim anderen Bild wird sie so geköpft. Also ist ein ja. Also es ist ja diese Sphäre, die schwarze Sphäre, hat ja eigentlich keinen kompletten Chef, weil da gibt es 5 Tane, die sich das mehr oder weniger ausmachen und sie ist halt jetzt so die halt ein bisschen was zu sagen hat, aber sie ist eh schon immer ein Arschloch gewesen und stellt sich deppert und wird eliminiert. Okay, passt. Und so, deswegen flippen wir sie. Ja. Die wahren Schriften zerstöre für jeden Gegner bis zu einer Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, die beziehungsweise an den jener Spieler kontrolliert. Aha, das ist Doppel-Removal eigentlich. Mhm. Okay. 2 ist, jeder Gegner wirft 3 Karten ab und mildert dann 3 Karten. Ist auch okay. Für 3 bringe alle Kreaturenkarten aus allen Friedhöfen unter deiner Kontrolle ins Spiel, schicke die wahren Schriften ins Exil und bringe sie dann ins Spiel zurück. Mhm. Also das Ultimate dieser Sage musst du ihn wirklich gewinnen lassen. Ja. Oder? Also wenn im nächsten Zug kein Gegner ein Mars-Removal spielt, dann hast halt gewonnen. Ich meine, was soll denn da noch passieren? Du wirst halt entweder Battlefield-Trigger haben, nicht? Ja, das kommt ja auch noch dazu. Blab, 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 blab. Also, ich finde die Vorderseite nicht so toll. Ich finde auch den ersten Teil nicht so toll. Du hast halt nochmal so einen Remove wie auf der Vorderseite. Okay. Dann deine Karten abwerfen finde ich gut. Millen finde ich okay. Mhm. Aber das Ultimate ist halt broken. Das Ultimate Banane. Das Ultimate ist halt wirklich org. Die Frage ist halt, ob ich das mir alles antun möchte, nur für das Ultimate. Ja. Möglich. Ich finde die Karte an und für sich nicht schlecht, einfach mit der Ability, dass du dem Gegner was wegnimmst. Die Sache ist, wenn der Gegner einen Planeswalker und eine Kreatur hat, muss er sich dafür entscheiden, okay, gebe ich den Planeswalker auf, damit ich einen Blocker habe, aber die Dame hat er auch bedrohlich, oder gebe ich die Kreatur auf, damit ich den Planeswalker behalte, damit ich mir noch Value generieren kann, damit ich Sheldred wegkriege. Mhm. Also ich finde es eigentlich besser, je mehr man sich mit der Karte beschäftigt. Okay. Und auf der Rückseite hast du halt nochmal einen Effekt, wo ich dann aussuche. Eben, dass ich. Und du zerstörst halt für jeden Gegner. Das heißt halt im Multiplayer, die nimmt das weg, die nimmt das weg, die nimmt das weg. Ja, natürlich. Du kannst 3 Sachen zerstören, ja. Das wusstest du aus, das ist schon viel besser. Und wenn die Sage nicht zerstört wird, hole ich halt mal das und das und das. Genau. Dann lass dich feiern. Wir kommen zur letzten Karte von Schwarz. Entsiegeln der Nekropolis. Das ist dann auf Amonkhet. Mhm. Nicht? Wahrscheinlich. Ein schwarzes doch, weil das ist doch so eine... Nekropolis ist alles Amonkhet. Na, aber das ist ja auch so ein Orga mit Schleiferl, so eine Mumie. Ah, eine Mumie. Der ein bisschen anders ein da steht. Da steht auch, auf Amonkhet fand Phyrexia eine kampfbereite Armee von Schrecken vor. Mhm. Ein schwarzes, 2 farblose Spontanzauber. Jeder Spieler mit 3 Karten, bringe dann bis zu 2 Kreaturenkarten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Genau. Ich habe die reingenommen, weil ich es nicht schlecht finde mit dem Zurückholen und weil wir jetzt schon bei Blau und bei Schwarz gesehen haben, dass es relativ viele Karten gibt, die halt schon darauf referenzieren, dass du 8 oder also dass ein Gegner 8 oder mehr Karten im Friedhof hat. Und wenn du mit dem Gegner was milden kannst, dann löst das aus. Wenn du bei dir was milst, dann kann es sein, dass du halt irgendwas fütterst und du kriegst 2 Karten wieder zurück. Das heißt, es ist praktisch jetzt nicht so negativ und es ist ein Instant. Und das ultimative Flavor ist, dass Isis diese Karte gezeichnet hat. Okay? True that, ja. Mit diesem Flavor Win möchten wir die heutige Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter, unserem Instagram-Channel folgen, unserem Discord-Server beitreten, uns auf Patreon unterstützen und natürlich im nächsten Video oder im Spielraum in Wien persönlich antreffen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.